Rudi ist Informatiker mit Leib und Seele. Mit der dualen Ausbildung bei der Targobank hat der 23-jährige Syrer sich einen Traum erfüllt. Da in Syrien ein Informatikstudium nicht möglich war, ist er vor 5 Jahren seinem Vater nach Deutschland gefolgt. Am Anfang war es sehr schwierig. Es ist andere Sprache, andere Buchstaben. Es war komplett anderes. Natürlich auch andere Kultur, andere Wetter. Und man fühlt sich hier in Deutschland, glaube ich, heimlich, wenn man fängt an, Deutschsprache zu lernen und wenn man deutsche Fernsehen guckt und wenn man natürlich deutsche Freunde macht. 4 Monate vor Ausbruch des Krieges in Syrien ist Rudi nach Deutschland gekommen. Damals war er 17, konnte weder die Sprache noch kannte er deutsche Geflogenheiten. Doch er hängte sich rein, lernte Deutsch und machte sein Fachabitur. Heute studiert er Informatik und arbeitet in Duisburg bei der Targobank als Analyst. Und seine neue Heimat hat er schon in sein Herz geschlossen. Was ich mag an Deutschland ist das Wetter. In Syrien ist es zu heiß und hier in Deutschland ist es kühler. Deshalb, das finde ich persönlich besser. Und was ich in Deutschland gut finde, ist, man hat sehr viele Möglichkeiten. Man kann von null anfangen und dann sein Ziel erreichen. Man hat sehr viele Möglichkeiten. In seiner Zeit hier hat Rudi viel Unterstützung bekommen, ohne die er, wie er sagt, nie hätte studieren können. Vor allem die Hilfe seiner Arbeitskollegen und auch seines Vorgesetzten Ralf Robrecht bedeutet ihm viel. Sie hätte ihn bei der Arbeit und auch im Studium sehr motiviert. Rudi bringt alle Eigenschaften mit, die wir bei neuen Mitarbeitern suchen. Leistungsbereitschaft, Einsatzwille, offen für Veränderungen, Selbstreflexion. Und Spaß, neue Sachen zu probieren. Und das merkt man ihm an. Er hat sich unwahrscheinlich schnell hier auch eingelebt. Ist für mich auch eine persönliche Erfahrung und immer wieder interessant zu hören, wenn er von seiner Heimat erzählt. Manche Geschichten sind da sehr tragisch. Und wenn man sie so erlebt oder so hört, ist es was anderes, als wenn man es im Fernsehen sieht. Ein junger Mann mit keinem leichten Schicksal. Die Familie lebt getrennt. Vater und Bruder sind in Deutschland. Rudis Mutter lebt noch immer in Syrien. Er selbst sieht sich als eine Art Botschafter für seine Heimat. Denn das Syrien aus dem Fernsehen sei nur ein kleiner Ausschnitt der Realität. In Syrien, es passiert nicht nur, was man am Fernsehen sieht, sondern es gibt sehr viele so kleine Geschichten mit den Leuten, und die man am Fernsehen nicht sehen kann. Und wenn man mit einem Kollegen unterhaltet und erzählt, dann bekommt man ein komplett anderes Bild von was man am Fernsehen sieht. Nach seiner Ausbildung will er weiter bei der Targobank arbeiten. Seine Zukunft sieht Rudi erst einmal in Deutschland.